Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video, heute dem Unboxing von Gents neuem Album Kanun. Das kommt natürlich ein paar Monate zu spät, ihr kennt mich. Momentan konzentriere ich mich eher auf ein paar andere Sachen im Leben, deswegen ja, ist das jetzt nicht höchste Priorität bei allem, aber ja, jedenfalls, dieses Album hat sich, glaube ich, sehr schlecht verkauft, soweit ich weiß. Also die Boxen auch, die gibt es ja immer noch auf Amazon für 39,99. 14 Bewertungen, stabil. 14 Bewertungen. Naja, also aber kein Hate sein. Die Mucke von Gent feiere ich jetzt persönlich nicht besonders. Als Persönlichkeit finde ich eigentlich ganz nett, aber naja, das ist ja eigentlich nicht das, was hier im Vordergrund stehen sollte. Jedenfalls geht es jetzt hier nur um die Box. Eure Meinung über den Künstler könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren dalassen. Okay, 39,99 habe ich ja auch bei Mediamarkt bezahlt, oder Saturn, keine Ahnung. Ist ja egal. Link zum Messer, der Box und dem MP3-Download des Albums in der Videobeschreibung. Oh, Junge, Junge. So. Wundert euch nicht über die Verletzung, das ist noch ja, von meiner Tag. So. Okay. Die Box an sich sieht nicht schlecht aus. Sie sieht aus wie so eine, keine Ahnung, Zigarrenkiste aus Holz. Sieht halt nur so aus. Ist ziemlich schwer. Ich weiß nicht, was drin ist. Auf Amazon sieht man das nicht. Habe mich auch nicht vorinformiert, damit ich mal wieder den ersten Eindruck gewinne. Alpha Music Empire, Kanun Gent. Okay, so ein Pergament ist das hier. Okay. Aber nicht die Ehre, nee, was? Man verliert das Leben, aber nicht die Ehre. Kein Blut bleibt ungerecht. Okay. Junge, Junge. Ist ja hier wie bei Game of Thrones. Alpha Music Empire. Alpha Music Group, Dev Shop, Deus Maximus, Gruma, die Autos gesponsert. Na gut, gucken wir mal hier rein. Wir haben einen Shot. Also eine Überraschung ist das nicht. Zorro, was haben wir da? Da bin ich mal gespannt. So, gucken wir uns jetzt mal das T-Shirt an. Wir haben ein Shirt von BNC Collection. BXC Exact 190 Größe L. Warum ist das hier nicht von Deus Maximus? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Wir haben hier ein, ja, wie nennt man das, ein Nacken umfassendes Ding, Kanun, Gent Kanun, sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Der weiße, also das weiße Material des T-Shirts hat auch eine ordentliche Qualität. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Auf der Rückseite hier im Nacken haben wir das Gent Kanun mit der Pergamentrolle und hier an der Seite. An der rechten Seite nochmal Alpha Music Empire, das Logo in groß. Okay, das ziehe ich jetzt einfach mal an. Ach, Junge, Junge. Jetzt habe ich seit 5 Tagen ungefähr, das heißt ungefähr, also ich habe seit 5 Tagen mein Fund Angels T-Shirt an und komme jetzt gerade zum ersten Mal da raus. Krank, oder? So, DJ unprofessionelle Kameraführung ist mal wieder am Werk. Ich hoffe, man sieht alles. Jawohl, geil, Alter. Geil. Ich bin in einer fürchterlichen Verfassung, aber ist mir scheißegal. Die Unboxings müssen gedroppt werden. So. Aber das T-Shirt ist eigentlich ganz nett. Ja, riecht jetzt ziemlich neu. Aber ist ja nicht so wild. Okay. Ja, so sieht's aus. Ist auf jeden Fall cool. Also mir gefällt auf jeden Fall dieses Design hier. Damit kann man definitiv leben. Das ist halt hier das Alpha Music Empire Logo. Cooles Design, weil hier sind 3 Aufdrucke insgesamt. Es geht über das ganze T-Shirt, aber es ist immer noch dezent gemacht. Schaut mal, wenn ich so dastehe, sieht man das an der Seite gar nicht. In diesem Fall gefällt mir sogar der Schnitt, weil es einfach passt. Also ich finde das T-Shirt vom Design her richtig geil. Hätte das jetzt noch Merch-Qualität so ein bisschen besser, die fehlen mal was. Also ein bisschen besser die Qualität, dann hätte ich gesagt, ist perfekt so. Aber mir gefällt die Qualität trotzdem. Aber das Design ist nice. Also guck mal, hier steht nicht nur lieblos auf der Brust Albumtitel und Interpret drauf, wie bei 80% von solchen T-Shirts. Nee, das sieht geil aus. Ja. Ich sag's immer wieder, T-Shirts in den Boxen sollten so aussehen und dieselbe Qualität haben wie Merch des Künstlers. Das sollten die Rapper sich vielleicht mal so als Richtlinie, als Standard geben. Versucht mal den Käufern das Gefühl zu geben, ihr habt gerade im Fanshop was eingekauft für 30, 40 Euro, keine Ahnung, was solche überteuerten T-Shirts heutzutage kosten. Und
Ja, dann werden die Leute auch nicht so enttäuscht sein von dem Billigschmarrn. Okay, also das T-Shirt hätten wir. Heute mal wieder gefühlt 5 Minuten über das T-Shirt gesprochen. Viel früher. Aber das fand ich ganz interessant, weil das T-Shirt halt mal wieder etwas anders ist als die meisten. So, in diesen Boxen. Dann gucken wir mal weiter. Und zwar haben wir jetzt hier, hier haben wir noch zwei Dinger. Okay, cool. Was ist denn das? Das ist ein Magnet. Junge, das ist ein, ich sag mal, Kühlschrankmagnet oder Magnet halt im Allgemeinen. Das ist ein SLS AMG. Und da steht er da, also die Qualität des Drucks ist jetzt ehrlich gesagt nicht besonders. Guckt mal hier auf sein Gesicht, so die Mütze, das sieht scheiße aus. Im ehrlichen Sein ist jetzt nicht böse gemeint, aber naja, ein Magnet, Alter. Okay, ja, gucken wir mal, ob der funktioniert. Ja, ja. Ja, ja, gut, ist niedlich. So, dann, ja, der Blick, der... Den hätte ich auch bei den Verkaufszahlen. Ne, Spaß beiseite. Kennt Autogramm. Auf der Rückseite Tourdaten. Kollega Tour 2019 Support. Okay. So, dann das Album. Gucken wir uns gleich an. Die haben noch ein bisschen Papierkram. Sehr. Aber die Box scheint ja trotzdem ganz schön gut gefüllt zu sein. Hier haben wir Aufkleber. Und zwar... 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Okay. Sogar von Mike Illustrated, ist auch cool. Ja, nice. Dann hier die Ehre. So ein Pergament, ähnliches Papier. Und da geht es um die Ehre. Das trage ich jetzt mal nicht vor, wenn das interessiert. Da sollte sich die Box kaufen. Geht es jedenfalls um Ehre. Und die haben ein Poster. Wie der gute Mann am Billardtisch sitzt und sehr schlecht gelaunt den Kö in der Hand hält. Moment, hier. Was zum Teufel? Was heißt eigentlich Kanun? Das könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Ey, was ich cool finde, dass Gent hier bei seinen Poster und Stickern zum Beispiel diese Fanarts benutzt. Also hier, das ist auch Daniel Rufner. Ein Künstler, der zum Beispiel ja, viele Rapper oder ähnliche zeichnet. Das gefällt mir. Der hat auf jeden Fall was. Ja, okay. Dann gucken wir uns mal das Album an sich an. Hier ist nur ein Album drin. Das ist, glaube ich, sogar sein Debütalbum, wenn ich nicht irre. Ja. Arbeitet sogar, glaube ich, schon wieder am zweiten momentan. So. Kanun, Gent. Das Cover an sich gefällt mir aber auch ganz gut. Ist zwar sehr einfach gehalten, aber von der Idee her finde ich es ganz cool. Aber das hätte man halt wirklich mal abdrucken können. Naja, das ist halt nur bearbeitet. Wir haben 16 Songs. Kollega ist drauf. Kurdo, Noisy, Jason, MOZ, Jigsaw, Asche, Sofian und Adrian Buyupi. Das sind ziemlich viele Features von erstes Album. Hat er natürlich Kollega zu verdanken. Aber ich sage das jetzt nicht wertend, sondern eher berichtend. Also, normalerweise freut man sich ja als Künstler drüber, aber ist schon krass, so viele Features sein Debütalbum zu haben. Okay, hier haben wir das Booklet. Ja. Mir gefällt der Stil an sich ganz gut. Ja. Bietet jetzt keinen großen Mehrwert, außer wenn man die Bilder sich anschauen möchte. Ja, im Prinzip nur Deus Maximus Werbung. Und hier steht aber nochmal ein Danke, eine Danksagen, also Dankesworte. Und das ist immer schön, wenn jemand sich bedankt. Lese ich jetzt aber auch mal nicht vor, das ist ja für die Leute bestimmt, die sich die Box hier kaufen, beziehungsweise gekauft haben. Okay. Ja, kann man machen. Kann man besser machen. Aber kann man machen. So. Okay. Dann hätten wir das. Und wir haben noch zwei Dinge. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es wirklich nicht. Feuerzeug. Okay. Das ist natürlich ganz nett. Ein Alpha Music Empire Feuerzeug. Na,
Nicht von Sippo, aber von Zorr. Okay. Knorr. Ja, ist ganz nett. Zeitlos, weil es Apple Music Empire ist und halt nicht von Gent selbst. Aber ganz nett. Und was haben wir hier? Nochmal was von Zorr. Ui. Das ist ein Zigaretten. Etui. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Guck mal hier. Ich rauche nicht, aber ich halte das für ganz nett. Pferd unterstützt. Ja, ich finde es ganz cool. Also so gebürsteter Edelstahl. Und auf der Rückseite steht auch nochmal Kanonengent. Passt auch auf jeden Fall zum Feuerzeug. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also, fassen wir mal die ganze Box zusammen. Wir haben hier ein Debütalbum im Prinzip von einem Künstler, der relativ neu ist auf dem Markt. Und ja, auf jeden Fall unter den Fittichen von Kollega hier gezeigt bekommt, wie man es richtig macht. Wir haben ein schönes T-Shirt drin eigentlich. Coole Box. Dieser Magnet, naja, okay. Autogramm. Sticker. So ein Pergamentdings. Zwei Poster im Prinzip. Album mit 16 Songs, die wie gesagt Geschmackssache sind. Und zwei schöne Highlights noch so. Die finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wenn man sie gebrauchen kann, sind sie gut. Auf jeden Fall besser als der ganze Plastikmüll sonst. Ich finde die Box gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. 39,99 ist jetzt hier nicht übertrieben für die Sachen, die drin sind. Wenn man es einfach mal so vergleicht mit anderen, gibt es jetzt absolut keinen Grund, das irgendwie schlecht zu bewerten. Ich finde es im Großen und Ganzen gut. Und ja, danke fürs Anschauen. Gent, ich bin auf dein zweites Album gespannt.